Ich denke, dass Frau Gablé eine sehr kräftige, bildhafte Sprache hat, wo man also die Figuren sehr, 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 sehr kraftvoll geschildert kriegt, sodass es also als Schauspieler Spaß macht, diese Figuren mit Leben zu erfüllen. Also jeder Figur eine bestimmte Stimme, einen Charakter zuzuweisen, weil sie sehr ausdrucksstark schreiben kann. Und die Sätze sind Gott sei Dank nicht vertrackt, sodass man immer erst fünfmal lesen muss, um sie zu verstehen. Sie sind sehr klar in ihrer Aussage und das macht einem Schauspieler schon Spaß. Ich bin sehr froh, dass ich die TH los bin, aber es ist so wirklich so nervend. Man erinnert mich immer so ein bisschen an Loriot, wenn man sich mit diesen TH rumquälen muss, weil es im deutschen Alphabet diese TH nicht gibt. Deswegen muss ich da mal sehr kämpfen und bin froh, dass wir jetzt in Deutschland sind. Ja, was für ein Bild zeichnet sie von Otto. Also ein sehr geradliniger Charakter, ein sehr gefühlvoller Mensch, der zwar mit Härte gegen seine Aufständischen vorgeht, aber ich glaube, sehr viel Gerechtigkeit walten will und versucht sein Land eben halt zu einen gegen die ganzen kleinen Herzogtümer, die eben halt zu einem deutschen großen Land und zu einem großen Reich zusammenzuführen. Und das macht er durchaus auch erbarmungslos, wenn sich Leute gegen ihn aufständisch zeigen oder aufsässig werden. Aber er ist ein sehr gerechter Mensch, denke ich, ja. Ach du meine Güte, sehr brutal. Also, sie diskutieren nicht allzu viel, da fliegen immer gleich die Köpfe. Also, da kann ich nicht so viel sagen. In der Zeit ist es einfach ein sehr primitives Leben, glaube ich. Ich möchte da nicht gelebt haben. Also, wenn man am Hof gelebt hat, dann ging es einem nicht so schlecht, aber es war schon, glaube ich, ein ziemlich hartes Leben für den Menschen da damals in dieser 929 bis 941 spielt der Roman. Ich glaube, ich möchte da nicht tauschen. Was hat mich davon darüber überzeugt, kann man immer so sagen. Das ist mein Job, also mein Beruf ist es eben halt, entweder synchron zu sprechen oder Hörbücher einzulesen. Und da ich schon von Frau Gablé einige Romane gelesen habe, weiß ich, dass Gablé-Romane sich einfach gut lesen. Die machen Spaß, die sind unterhaltsam und ja, da freue ich mich jedes Mal, wenn ein Gablé-Roman kommt. Der Slawenprinz Tugomir, der sich als sehr aufrechter, standhafter, junger Mann entpuppt, der von Otto gefangen genommen wird, in sächsischer Geiselhaft ist über 10 Jahre und sich aber als sehr kluger, standhafter, netter, gut aussehender Mann entpuppt, ein Held halt. Und Helden, ja, mag ich schon mal. Ich höre eigentlich so gut wie nie Hörbücher, weil es reicht mir, wenn ich die lese. Aber, also ich lese auch privat lieber als zu hören, aber wenn dann im Auto. Also Leuten, die sich immer generell mit Geschichte befassen, Leuten, die so einen kleinen Hang zum Abenteuerroman haben. Weil es ist ja immer, es wird ja sehr viel gekämpft, sehr viel gefochten, sehr viel getötet. Also nicht unbedingt für ganz junge Menschen geeignet, aber wer sich mit Geschichte und mit Abenteuerbüchern beschäftigen möchte, für den ist das, glaube ich, das Richtige.